Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. Tag 112, kurz nach 14 Uhr. Ich bin zurück zur Base gefahren. So, haben wir schnell die Taschen hier gefüllt. Das heißt, wir müssen noch ein bisschen aufräumen. Die letzten 8 Stunden vor dem nächsten Blutmond, vor dem letzten Blutmond in Staffel 1 steht an. Wir werden heute mal ein bisschen jetzt noch schnell aufräumen. Dann werden wir mal gucken, Munition und so habe ich schon alles soweit gecraftet. Das werden wir dann langsam in unsere Taschen packen. Und wir müssen mal gucken wegen Craften von Molotov-Cocktails. Das würde ich gerne noch machen. Also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Die letzten Stunden nutzen wir natürlich aus. Und morgen steht dann das große Staffelfinale mit dem letzten Blutmond an Tag 112 an. So ist der Plan. So, wir räumen hier aber jetzt erstmal noch ein bisschen auf. Zack, zack. Nutzen natürlich die Zeit, clever. So. Du kannst hier hin. Zack. Zack, zack, zack. Klebesachen. Flüssigkeiten. So. Gyrokopter. Gewehre kommen hier rein. So, Stufe 6 haben wir auch schon mal die Sammlung erweitert. Munition behalten wir natürlich. So. Wir packen die jetzt hier erstmal rein. Beziehungsweise. So, davon haben wir 2, davon haben wir 5. Das ist immer gut. Das wird auf jeden Fall, ja, genau, das machen wir auch auf jeden Fall noch. Können wir gleich mal einen Auftrag geben, mal gucken. Dim, 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 dim. Was wir haben, das haben wir. Sind bloß 305, ist egal, ist nicht so schlimm. 2 sind übrig geblieben. So. Wir haben noch 5000 Eisen. Das hier rein. Dann kannst du das reinhauen. So. Hier bräuchte man das. Hau das mal hier rein. Eisen. Das nehmen wir gerne noch mit. Mal gucken, wie lange das dauert. 65 Minuten. Halleluja. Weiß gar nicht, ob das so reicht. Mal gucken, was wir rauskriegen, was wir rauskriegen. Daraus machen wir Chunk-Pirate-Munition. Das sollte reichen. Nee, du kannst ruhig hier bleiben. So. Das ist fertig. Zack. So, das lassen wir mal weiter das Eisen produzieren. So, du darfst hier rein. Brauchst du irgendwas? Denk mal nicht. Du kannst gleich noch. Komm hier. Käppchen verträgst du auf jeden Fall. So, was sind wir? 200. Das ist okay. So, das kommt hier rüber. Dann müssen wir noch mal hier rüber. So, zack. Du darfst hier rüber. Schlafsack hauen wir erstmal mit hier rüber. So. Das Leder kommt hier definitiv nicht rein. Ich weiß gar nicht, warum das überhaupt hier drin ist. Passt. Das kommt nämlich hier rein. Blei haben wir noch zum Einschmelzen, was zu essen. Und dann haben wir, glaube ich, immer noch was zu Motorrad gehabt, ne? So. Zack und zack. Du kommst in die 4 rein. So, was hast du denn hier noch im Angebot? Sehr gut. Eigentlich schon noch viel zu viel gemacht, aber nicht so schlimm. So, das sperren wir weg. Das können wir noch einschmelzen. Auch wenn wir es gar nicht mehr wirklich brauchen, ne? So, wie sieht es hier aus? Das haben wir 63 machen. Haben wir jetzt halt. Stopp. Zack. Das räumen wir noch rüber. Und dann gehen wir nochmal zum Bike. So. Zack und zack. Mehr als was wir brauchen überhaupt jemals jetzt hier, ne?
Das können wir uns wenigstens, jetzt brauchen wir auch nicht wirklich großartig Reparaturmittel einpacken. Wir werden eh nicht dazu kommen, das zu reparieren. Wir werden, wenn dann, ganz oben auf unsere Base agieren. Nur lieber mehr Munition mit als alles andere. So. Werden nochmal einen richtig schönen letzten Krieg hier führen. Also werden nochmal richtig schön alles geben, was wir haben. Mal gucken, wie weit dann der Schadensstatus hier von unserer Base ist. Nee, draufsetzen sollst du dich nicht. Zack. So. Und jetzt das einpacken. So. Da müssen wir auf jeden Fall noch gucken wegen die Generatoren. Die müssen wir natürlich auch nochmal auftanken. Dass die alle schön voll sind, wenn es losgeht. So. Wo das Tier hin? Zack, zack. Fleisch und Mais, mir geht hier rüber. Zack und zack. So, jetzt haben wir die ganzen Fahrzeuge einmal zusammen. Mit dem Fahrrad haben wir angefangen. Das Mini-Motorrad, dann das Motorrad. Der Truck und der Gyrocopter. So, dann ist das schon mal alles soweit durch. Wir werden auf jeden Fall... Warte mal, was brauchen wir denn jetzt nicht wirklich? Das packen wir jetzt hier mit rein. Die Dietriche brauche ich definitiv nicht. Das brauche ich nicht, weil wir jetzt nichts abbauen. Das werden wir mal aufheben. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir definitiv nicht. Das können wir rüberräumen. Das haben wir ja gemacht. So. Das sieht schon mal gut aus. Holz brauche ich definitiv auch nicht. Ne, brauchen wir nicht. Definitiv nicht. So. Die Munition ist gut. Das würde ich austauschen. Das behalten wir. Das Benzin ist gut. Hier kannst du jetzt essen können. Nee. Ich möchte nicht schreiben, ich wollte in den Tresor. So, das Wasser ist okay. Das würde ich austauschen. Gegen einen vollen Kasten. Ich denke mal, da wird einer reichen. Den setzen wir sogar hier hin, falls das sein sollte. So. Die tausche ich aus. Die tausche ich aus. So. Den packen wir uns hier einmal hin. So, jetzt gucken wir erstmal, genau, dass wir die Zeit auch nutzen. Das haben wir jetzt schon alles zusammen, aber ich muss noch mal gucken. So, da ist unsere Gyrocopter, unser zweiter. So. Molotow-Cocktail, Glaskrüge, Öl, Benzin und Tücher. Ich weiß nicht, wie viel wir überhaupt brauchen. 49 könnten wir noch machen, wenn das 1 zu 1 ist, ne? Aber ich glaube, wir brauchst du wieder... Ne, 1. Okay, da können wir 49 machen. So. Benzin haben wir, das haben wir, das müssten wir jetzt alles haben. Na, immerhin, 49 Molotow-Cocktails. Sind fast zwei ganze Stacks. So, 23. Doch nicht, verzählt, nicht mal ein Stack. Weil es Benzin nicht reicht. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Benzin. Wir haben ja noch ein bisschen Benzin. So. Gucken, wie viel wir jetzt machen können. Molly. Ja, löscht das eins raus. Moll. 49, sehr schön. 10 Minuten brauchen wir. Let's go. Mehr Öl haben wir nicht. Mm-hmm.
brauchst du denn? Ja, Dosen und das. Na, da haben wir nicht mehr viel Schiefer. Leere Dosen. Ja. Dann können wir wenigstens noch ein Stack draus machen. Naja. Besser als gar nichts, ne? So. 15 Sekunden braucht das noch. Hier blubbert es schon vor sich hin. So. Zack. Dann machen wir hier natürlich noch einmal den Stack voll. Ich weiß gar nicht, waren es 20 oder 25 Stack. So, egal. Wir haben es jetzt fertig. Runter. Oh, wir sind ordentlich runter auf 2000 Benzin. Haben wir ordentlich verbraucht. Aber wir haben ja noch genug. So, das darfst du einmal so öffnen. Dann darfst du die Küche wieder aufräumen. So. Zack und zack. Sieht das schon mal besser aus. Du darfst hier bleiben. Dich kratzen wir hier dran. Ist egal. Das räumen wir auf, das räumen wir auf. Wir müssen einmal hier rein. Zack und zack. Dann nehmen wir einmal so mit. Haben wir jetzt eigentlich schon... So. Das sieht gut aus. Dies brauchen wir einmal. Was nehmen wir denn? Den Revolver. Stellen wir oben mit hin. Das können wir eigentlich auch gleich machen. Dann haben wir da schon mal zweimal Platz gewonnen. Vielleicht nochmal gucken, ob die voll getankt sind. Mit Munition. Voll getankt. So. Wenn wir einmal hier sind, können wir natürlich auch gleich die Generatoren machen. Der ist voll. Den können wir nochmal nachladen. Okay. So. Und der ist. Zack. So. Voll, voll. Die hatte ich schon gemacht. Okay. 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 Hier tanken wir nach. Hier tanken wir nach. Hier tanken wir nach. Und hier tanken wir nach. So, dann ist das schon mal gemacht. Machen wir trotzdem vorsichtig aber zu, falls doch noch irgendwie mal ein Zombie hier reinkommen sollte. So, dann müssen wir einmal hier hin. So, dann auch hier nach. Sehr gut. Weiter geht's mit unseren Vorbereitungen. So, einzeln brauche ich noch für die Molotov-Cocktails. Gucken wir gleich mal nach, wie es da überhaupt aussieht. Ich bin mal gespannt. 20 oder 25 Stack? Ich weiß es gar nicht. 20er Stack. Okay. So, dann haben wir den Slot schon mal belegt. So, dann gucke ich jetzt noch mal. Das brauchen wir alles nicht. Selbe Muni haben wir, die AK-47. Das ist in Ordnung. Pumpgun haben wir. So, hier, dann nehmen wir noch unsere MP5 mit 17. Beziehungsweise macht das mal so. Ohne Momente. Dass wir auch wirklich hier alles ausgeschöpft haben. Das müsste man ja auch hier unten platzieren können, das Bike, ne?
Das sind, so als Skulptur ist das natürlich auch geil, oder? Sie sagt hier so hier. Wenn du hier so reinkommst, so ein Bike. Nice. So. Tank das Ding mal nach hier. Kannst du sogar fahren damit, ne? Aber wenn du einmal drauf sitzt, fällt es halt um. So. Wir bringen es trotzdem in Sicherheit. So, dann ist das nämlich ordentlich verstaut. Können wir die Munition nämlich da hinhauen. Du kommst wieder hier rein. Das ist alles, was wir nicht brauchen. So, trinken was zu essen. Falls das ist, Schmerztabletten, Antibiotika, Reparaturkits. Munition für die Junk-Turrets, das sollte okay so sein. Muni für unseren Revolver. Für unsere Shotgun. Ich glaube, so viel brauchen wir niemals, ne? Bisschen übertrieben. Ich glaube, 4 Stacks sollten reichen. Dann hau ich lieber hier davon voll rein. So, was haben wir denn hier noch? Was war das? Was war das? Die sind alle jeweils leer, weil da gibt es keine Munition wirklich dabei. Was haben wir denn hier noch? Contact Grenades. Die würde ich natürlich auch noch gerne mitnehmen. So. Was machen das haben wir, ne? Waffen rein. Ja, das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Wir haben für unsere Raketenwerfer 7 Schuss, Molotov-Cocktail, Kontaktgranaten. Ich denke mal, das sollte so reichen. Dann können wir hier noch. Das war. Warum haue ich das eigentlich hier oben rein? Das muss eigentlich hier hin, ne? Beziehungsweise. So rein. So, dann nehme ich hier noch eins mit. Und dann sollte das reichen. Dann haben wir das nämlich auch schon mal alles schon vorbereitet. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Und wenn was ist, dann können wir immer noch hier runterkommen, ne? So, dann haben wir das schon mal gemacht. Das geht nicht. Ich brauche ja noch Platz für die anderen Mollys. Na gut, da haben wir noch mal. Wie weit ist denn das Eisen hier? Ne, gehen wir raus. So. Ammo. 388. Ich brauche 300. Ich brauche es noch. 342. Das kannst du hier stoppen, dass sie wieder einschmelzen. So. Dann müssten wir hier 2006 haben, falls wir es brauchen. Haben wir da auch ausgesucht, ne? So, hier ist nichts. Das kannst du zumachen. Oh, hier haben wir sogar noch Patronenhülsen, die sind fertig. Schicken wir die natürlich auch hier rüber. Wird natürlich dann wieder eine Herausforderung werden, wenn wir dann hier mit der zweiten Staffel anfangen. Dann müssen wir uns das ja natürlich erstmal wieder komplett erarbeiten, ne? Ausschalten. Du machst ja nichts ausschalten. Einschalten. Ja. Das schmilzt noch ein. So. So. Gehen wir mal auf Sparflamme. Ich glaube, das ist noch ein einziger, der läuft, ne? Ja. Brauchen wir bloß noch 25 Sekunden. Dann können wir die Schmelze auch noch ausschalten. So, Panikraum, der hat noch nie, den haben wir nie geschafft, ne? Wir haben ja angefangen, aber nie, auch nie wirklich gebraucht. So, hier sollte der eigentlich anfangen. Der ist wirklich hier in Stein gemeißelt. Aber der Wille war immerhin da. Gut, würde ich sagen, nutzen wir nochmal die Chance, weil wir gerade sowieso nichts zu machen haben. Und schwelgen ein bisschen in Erinnerung, wenn das hier fertig ist. Und wir flitzen einmal nochmal rüber zu unserer Backup-Base, würde ich sagen. Wie gesagt, wir sind hier soweit durch. So, schottendicht. 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 In einer halben Stunde bis Stunde kommt der erste Donner an. So. Dann
nutzt nur die Zeit natürlich und schwelgt nochmal in Erinnerung, gehen auch nochmal in unseren Fluchttunnel, den wir zum Glück bis jetzt noch nie nutzen mussten. So, zack. Oh, was ist denn hier los? Gab es hier schon wieder einen Erdrutsch? Jetzt habe ich den Bohrer nicht dabei. Gut, dann nutzen wir nicht den Fluchttunnel. Dann gehen wir ganz normal rüber. Da können wir auch gleich noch das Beet machen, wenn wir einmal dabei sind. Ja, das läuft, ne? Wir sind jetzt gerade... Och nö, das ist ja schon wieder viel zu viel. Das ist ja schon wieder viel zu viel. Was ist denn das jetzt? Eisen. Das Eisen kann despawnen. Und die 23 Sachen ja auch. Ich wollte plus 2000 aus Stacks. Habe ich mich schon wieder verzählt? Ich weiß es nicht. So, komm. Dann können wir... Ja, das kannst du dabei hier reinhauen. Da haben wir die Hand frei. Dann machen wir... Ja, wir müssen uns sowieso ein bisschen Platz schaffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naja, egal. Egal. So. Ich bräuchte ein... Warum ist das kaputt? Wer hat das kaputt gemacht? So. Zack. So. Du darfst hier rein. Ein letztes Mal auch unsere Plantage hier abgearbeitet. So. Das war der gute Kaffee. Kartoffeln. Pilze, Kürbis, die Heidelbeeren. So, verdammt ruhig, ne? Vom letzten Blutmond, verdammt ruhig. So, Aloe Vera. Damit müssen wir mal anfangen bei der zweiten Staffel auf jeden Fall ganz viel arbeiten, weil wir da diese Heilcreme rauskriegen. Bis wir richtige Verbände machen können, das wird ein bisschen dauern. Das wird man nicht gleich hinkriegen, ne? So, Goldrute. Für so ein Thema. Und die gute Baumwolle. Und dann haben wir alles abgearbeitet hier. Ein letztes Mal. Schön. So, jetzt können wir noch mal ganz kurz zum Mais gehen. Da haben wir ja was zwischengebunkert. So, da. Das würde ich ja gerne an mich nehmen. So, und da sehen wir noch mal das gute Stück. Damit haben wir angefangen. In Staffel 1. Sieht auch gar nicht mehr so aus, wie es am Anfang aussah. Es war ja noch ein kleines rotes Haus. Sehr gut. Guck mal, wer zurückgekehrt ist. Zum Ende der Staffel 1. Yes. So. Ui. Das ist so ein Zufall. Zum Abschied. Das Schwein. Symbolisch was... ja, uns ein Sinnlos-Tod eingebrockt hat, sagen wir es mal so. Wir wollten es ja... Da kam der erste Donner. Wir wollten das ja schlachten. Ging aber nicht, weil... ja. Wir haben sowieso keinen Platz. Lassen sie liegen. Weil wir noch gar nicht die Bewaffnung so hatten. Und es hat Jagd auf uns gemacht und hat uns dann hier drin erwischt. Und wir sind dadurch gestorben. Warte mal, wir brauchen Fleisch, ne? Tut mir ja leid für das Schwein, aber... Der will mich angreifen? Warum? Au! Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich hab... Oh, eins. Treffe ich das Schwein? Oh, tot!
durchs Schwein. Das erste Mal. Dankeschön, liebes Schwein. Einer der, ja, mindestens 6 sinnlos Tote, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, das hat man hier auch wunderbar aufgebaut. Sehr oft fallen ihn auch umgebaut. Yeah, Rocker, come on. Mach meine Backup-Base kaputt. Da kommen noch mehr Zombies. Schnell. Wow. Noch jemand? Irgendwo ran sind die Spikes wieder. Ja. Na, läuft doch. Das ist die Vorhut. Ich hab fast ein falsches Wort gesagt. Aber das ist lustig. Von Anfang an war das Schwein hier da, wo wir hier angekommen sind. Und zum Abschied ist wieder hier ein Schwein, ne? Ja komm, wegen dem ein Spike geht's weiter. Wir haben echt viel Arbeit und viel Zeit rein investiert. Haben das auch immer wieder... Oh, guckt euch die ganze Barrikade hier an, ne? Und ich wundere mich, warum ist da ein Holzspike drin dazwischen? Das haben wir komplett einmal übersehen, oder? Aber mega, was wir hier zur Zeit und Arbeit reingesteckt haben. Das war schon der Wahnsinn, ne? Und wie gesagt, das sieht ja jetzt gar nicht mehr so aus, wie es am Anfang aussah. Jetzt ist es einmal komplett umgearbeitet, auch mit Geierschutz hier. Komm, wir gehen noch ein letztes Mal hier rein. Weil wir werden sonst nicht mehr dazukommen. No, was ist denn hier los? Warum hängen wir hier? Jetzt komme ich durch. So, normalerweise würde man hier durch den Fluchttunnel kommen. Zu unserer Base. Habe ich gesagt, da gab es irgendwie einen Erdrutsch. Das war zu. Keine Ahnung warum. Stimmt ja mit Verkabelung und allem drum und dran. Das war auch so ein Schnickschnack. Wie kommst denn du hier rein? Ich glaube, der ist verhungert. Genau, hier haben wir noch die Ankommenkiste. Oh, hier haben sogar noch Sachen drin. Wir haben ja sogar noch Sachen drin. Hier die Podeste für unsere... Hä? Hä? Die sind in unserer Base gespawnt, die Schweine. Und der hat sich gerade schlafen gestellt. Aha. Deswegen lockt er hier da. Stimmt, weil da ist er nicht mehr aktiv, ne? Da können die natürlich jetzt auch in diesem Gebäude hier spawnen. Hier die ganzen Podeste für unsere Junk-Turbets. Hier hatten wir unsere Produktions- und Baustellen hier gehabt. Das heißt gar nicht mal unsere Base, also unser Backup-Base so sicher, ne? Guck mal, ob sich der Rucksack hier... Ne, der ist immer noch seit Anfang an leer. Da hat sich auch nichts gespawnt. So, und hier oben unser Rückzugsraum. Haben wir hier noch was drin? Ei, haben wir auch noch Sachen drin. Wir hatten schon mal eine Nachtsichtbrille. Okay. Ne, das wollte ich gar nicht. Hier sind echt noch Sachen drin. Ah ja, teilweise haben wir ja was gelassen, aber hier, das haben wir noch gar niemals mitgenommen. Ah. Noch einer, der hier gespawnt ist. Tschüssikowski. Nicht mit uns. Mega. Eieiei. Was wir hier für Zeit reingesteckt haben. In den ganzen Umbau und so. In der allerersten Folge sind wir von ganz oben nach unten geschossen, haben uns das Bein gebrochen. In der allerersten Folge gleich, ne? Haben wir noch nicht gesehen, ne? Uah. Au, wir haben uns... Ach, jetzt haben wir uns die Haxen Nein! Das war schon krass. Aber lustig, dass die mittlerweile hier drinnen auch spawnen, ne? Da musst du ja erstmal als Freiraum, auch wenn du hier hinflüchten willst. Krass.
Wenn ich mal bedenke, das ist ja unser Ein- und Ausgang hier. Das gab es ja vorher nicht. Den haben wir uns erst gebuddelt. Du hast, glaube ich, hier ein ganz großes, so ein Doppeltor und dann hier eine Einzeltüre. Das war ja dort komplett zu. Da war eigentlich so das, die Kammer hier von dem. Und hier war so ein ganz großes Tor offen. So, wir gucken das uns gleich noch in Ruhe an. Hallo? Ich höre doch irgendwo jemanden. Erkennt man gar nicht mehr wieder, ne? Das ist der Hammer, ey. Da haben wir echt Zeit rein investiert. Und diese Base hat uns echt guten Dienst getan, ne? So, 19 Uhr, das heißt, in 3 Stunden ist es soweit. Wie gesagt, der Blutmond, den werden wir dann morgen erleben. Morgen ist also großes, quasi großes Staffelfinale. Oh, ansonsten ist bis jetzt noch Ruhe. Weil ihr guckt euch das mal an, wie das aussieht, bitte hier. Halleluja. Hab auch in Kommentaren gelesen, wenn man da oben drauf steht auf unserer Base und die ganzen Klingfallen an sind, dann wirkt es so, als würde man schweben mit der Base, ne? Als wäre das so ein kleines Flugobjekt. Auch die hat uns viel Zeit und viel Arbeit gekostet. Aber hat so auch noch keiner gehabt, ne? Und ich bin echt gespannt, in dem Zustand mit den ganzen Umbaumaßnahmen. Mit einer Reihe Klingen hatten wir ja schon, aber ohne wirklichen Klingfallen. Klingfallen sage ich schon. Ohne richtige Spikes rein. Hat man ja, wie gesagt, in einem Livestream gemacht. Jetzt haben wir hier 2 Reihen Klingen. Da vorne 3 Reihen Spikes und dahinter auch nochmal, ne? Also es wird nicht ganz so einfach werden für die Zombies hier, ne? So, das lassen wir sowieso hier offen. Das heißt, da hatten die Zombies relativ leichtes Spiel. Wir könnten ja nochmal kurz unten gucken. Doch, wir haben noch Spikes. Spikes müssten wir noch haben. Ich muss eh nochmal die Munition wechseln. Warte mal. Da gibt es ja nur diese eine. Hier kannst du nachladen. So, da hast du nämlich die noch. Wir nehmen aber die hier. Die kannst du nämlich unten reinpacken. Und dasselbe Spiel. Genau, jetzt haben wir nämlich den Platz gar nicht mehr dafür. Ach ja. So. Dann packst du das nämlich einmal da rein. So, jetzt kannst du nämlich hier auf da umschalten. Dann kannst du nämlich die nämlich noch dort reinhauen. So, und jetzt machen wir trotzdem nochmal was. Wenn wir den Platz hätten, ne? Aber wir müssen ja eh gleich nochmal umräumen. Aber die Zeit nutzen wir noch. So. So. Ja, komm, räumst das auch noch schnell rüber. Einmal brauchen wir 1, 2, 3. Wir brauchen die Nagelpistole. Keine Nagelpistole. Wo ist meine Nagelpistole hin? Ich sage gar nicht, wir haben die Nagelpistole verkauft. Ist nicht so schlimm, dann nehmen wir halt den Hammer. Das ist jetzt das geringste Übel. So, schnappst du das. Dann machen wir oben die Lücke auch noch zu, dass das alles gleich ist. So, morgen gucken wir dann nochmal. Kurz vor 22 Uhr hole ich euch dann natürlich noch dazu. Und dann gucken wir nochmal die Game Stage an. Also, ja. Ich denke mal gegen 21.30 Uhr hole ich euch dazu, dann gucken wir uns in Ruhe die Game Stage an. Dann werden wir hier alles aktivieren und dann werden wir den letzten Krieg führen gegen die Zombies in Staffel 1. So. Na, ja, wird schon passen. Ich brauche einmal den Hammer. Genau, richtig rum, perfekt. So. Und dann haben wir das fertig. Sehr schön. Dann jetzt noch einmal aufräumen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum großen Staffelfinale, wie gesagt, wieder. Und dann schauen wir mal, wie dieses Konstrukt unserer Base
den letzten Blutmondnacht aushält. Wie gesagt, wir werden auch noch gemeinsam natürlich gleich mal die Einstellung dann ändern, dass ihr es auch seht, dass es was umgeändert worden ist. Nicht, dass es heißt, du hast das da eh nicht umgeändert. Solche qualifizierten Kommentare gibt es natürlich auch. Ja, was soll man dazu sagen? Wenn ihr meint, dann bitteschön. So, das haben wir jetzt. Gucken wir nochmal nach, wie mit den Werten es aussieht. Stritzen unseren Bob schon wieder, ne? So. Ach, halt. Stopp. Alles zurück auf seinen Platz. Mal hier. Zack, zack. Die nehmen wir mit. So, was hatten wir dafür hier? Das hier. Kommt hier hin. Die Raketen. Und was bräuchten wir? Komm, dann tun wir noch mal einmal Schrotmuni. Zur Not kann man die immer noch schnell holen, ne? So, dann packst du das dahin und dann kommt da noch die Rakete rein und dann sind wir hier einmal komplett voll. So. Und so. Werte sind voll. Perfekt. Dann gehen wir noch ein letztes Mal hoch. Wie gesagt, gegen 21.30 Uhr. In-Game-Uhrzeit hole ich euch dann morgen hier zurück. Dann gucken wir uns einmal die Game-Stage an. Dann schauen wir die Einstellungen durch. Und dann geht es los. Die Blutmondnacht am Tag 112. So. Wir gehen hier noch einmal hoch. Genießen den Ausblick mit unserem Magnum. So sieht das aus, wenn die Blätter noch ruhig stehen. Richtig nice. Richtig nice. Leider wird das natürlich nicht dauerhaft so sein. Es wird natürlich zu, ja, den einen oder anderen Defekt kommen. Davon können wir ausgehen. Erst recht, wenn wir vor allem die Zombie-Anzahl hochdrehen, ne? Aber wir lassen uns nochmal richtig krachen in der letzten Blutmondnacht, würde ich sagen. Ich freue mich jetzt schon richtig drauf auf morgen. Oh, bin echt gespannt, wie das ausgehen wird. Richtig nice. Dann würde ich sagen, wie gesagt, sehen wir uns morgen hier an dieser Stelle wieder. Dann wird es aber Tag 112, 21.30 Uhr ungefähr sein. Und dann werden wir die ganzen Einstellungen noch machen. Wir gucken uns nochmal unsere Game Stage an. Und dann geht es los mit dem letzten Blutmond in Staffel 1 von 7 Days to Die. Das war aber erstmal eine neue Folge von 7 Days to Die für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn du sie ist, gerne einen positiven Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Und ich hoffe natürlich, dass wir dann uns morgen zum großen Staffelfinale wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, fürs Reinschauen. Bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.